Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben, zur grausamen Wahrheit. Du willst dem Teufel begegnen? Den kann ich dir vorstellen. Stell dich vor den Spiegel. Dann siehst du Satan, den Teufel. Jetzt könntest du empört fragen, ich bin der Teufel? Nein, bist du nicht. Das, woran du dich klammerst, mit dem du dich verzweifelt identifizierst, was du immer und immer und immer wieder willst, Leben für Leben, sei es in der Hölle, auf Erden oder im Himmel, das ist der Teufel. Du bist nicht der Teufel. Du bist nur in seiner Macht. Denn alles Erkennbare ist der Teufel, ist Satan. Alles Erkennbare, alles das, was dir das Vergnügen schafft, zu sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, denken, ist Satan. Kaum jemand, mein Lieben, ist für diese Wahrheit bereit. Sie versuchen zu umschönen mit Musik. Mit klassischer Musik, mit Schlagermusik, mit Höllenrock und so weiter und so weiter. Aber in Wirklichkeit, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du den Teufel. Und das Buch des Lichts sagt das ganz klar und deutlich und ohne Beschönigung. Das heißt, wir haben ständig, jede Form ist nichts weiter als eine Manifestation des Teufels, Satan. Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engel, die höchsten geistigen Formen sind nichts anderes als der Teufel. Und um das wirklich zu verstehen und um eine wirkliche Befreiung zu erlangen, die auch in keinem Himmel der Religionen stattfinden kann, denn auch dort entstehen ja Formen. Woher kommen die Formen? Ja, von der Urmaterie. Die Wesenheit stürzt sich in die Materie und es entsteht eine Form. Wenn wir auf physische Entwicklung gehen, Evolution, wie sie richtig gelehrt wird im Buch des Lichts, dann entsteht zunächst mal, formt sich die Materie entsprechend des rasenden Verlangenszustands der Wesenheit in hartes Mineral, obwohl es vor der feststofflichen Evolution eine feinstoffliche gab und so weiter und so weiter. Und dann entsteht diese Form. Aber die Wesenheit will eigentlich frei sein. Und so, nach vielen Inkarnationen im Mineralreich, reißt sie sich los. Sie überwindet diese Form. Es ist ein Überwindungsvorgang. Und sie fällt, wir nennen die Wesenheit Monade, in das Pflanzenreich. Und umgibt sich hierarchisch, wie wir sehen, auch im Pflanzenreich gibt es Hierarchie, meine Lieben. Von der niedrigsten Kriechpflanze zur schönsten Rose, Satan. Denn die Wesenheit hat ja ihre Reinheit verlassen, den Urgrund, und hat den Sturz in die Tiefe gewagt. Mula Prakriti, in die Materie, die übrigens zeitlos ewig unerschaffen ist, genauso wie alle Wesenheiten und genauso wie der Raum. Was die Religionen von ihrem Gott behaupten, dass niemand ihn erschaffen hätte, der war einfach da, das lehrt das Buch des Lichts von allem. Alles existiert immer und verändert die Form. Getrieben wovon? Von Verlangen nach Satan. Nach der Form. Ich erkläre hiermit alle Formen, Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engel, Gott als Satan. Genau genommen. Aber das, und wisst ihr, deshalb wollen ja die Menschen frei sein. Der Deutsche, der sich immer so schön an Parolen ergötzt, wir wissen ja, wohin das manchmal geführt hat. Der junge Mensch ruft, ich will frei sein. Ja, was willst du denn? Gestern habe ich ein Fernsehstück gesehen, mein im Fernsehspiel. Das war so traurig. Junger Mensch. Begabt, junger Mann, 17 Jahre, sieht gut aus, alles fertig. Weil er eine kleine Droge genommen hat, ein
Etwas, was offiziell erlaubt ist, eine Art Einstiegsdroge, nennen wir es. Ein Gras, das er raucht. Das führte ihn immer tiefer in die Drogen und nun sitzt er da. Und dann wurde gezeigt, seine Beziehungsunfähigkeit mit anderen, sein Wille, sich zu bessern, sein Wille auf Entzug, dann wieder weg. Nach der Fernsehsendung hat man dann später auch gesagt, entschwand er wieder in die Tiefen Berlins und wurde nie mehr gesehen. Auch bei seiner Freundin sich nicht mehr gemeldet und so weiter. Meine Lieben, jetzt sage ich euch mal noch was anderes. Satan ist unser Lehrer. Der Teufel ist unser Lehrer. Er zeigt uns, wo wir hingehören. Nicht hierher! Seht ihr, und wenn wir das verstanden haben, dann tritt Satan zur Seite und sagt, bitte, kehr zurück, wo du hergekommen bist. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Und so können wir der Macht des Bösen danken, dass sie uns durch so viele leidvolle Inkarnationen, jetzt natürlich erleichtert durch das Buch des Lichts, endlich zur Wahrheit führt. Was ist diese Wahrheit? In der heutigen Welt Satans, und die Sinne sind ja die Werkzeuge Satans, das ist sein Körper, Mula Prakriti, die Urmaterie, ist buchstäblich der Teufel, regiert vom Mahmud Chauhan. So. Die Sinne reizen dich immer wieder, dies, das, hier, das, jenes zu tun. Und dann tust du etwas, was du, das wirkliche Selbst, später bereust, dann sagst du zum Richter, euer Ehren, es tut mir leid, aber in dem Moment kam etwas über mich, ich habe zugeschlagen, Satan kam über dich. Er hat dich gelehrt, was man nicht tut. Schau sie an, die Männer und Frauen, wie sie reizen mit ihren Reizen. Naja, nun, ich kenne mich ja da nun besonders aus, braucht er nicht denken. Alles leidvoll, wenn es sich nur auf das Körperliche konzentriert, auf Satan. Also wir können sagen, die Versuchung mit der Materie, mit den Sinnen, ist notwendig, damit wir endlich uns von allen Sinnesfunktionen lösen. Jetzt kommt die Wahrheit. Freiheit wovon? Von Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, Riechen. Das ist wahre Freiheit. Nicht euer Love Generation und Woodstock und was es da so alles gab. Ja? Nö, das ist nur Satan. Ein Ausleben der Sinne ist Satan. Und da kann ich sagen, lebt sie doch aus. Ich habe sie auch ausgelebt, ich habe durch Zufall überlebt. Aber ihr werdet schon sehen. Satan führt euch direkt in die Hölle, wo ihr leidet. Und das ist ja auch, wo die Fehlinterpretation von Koran und Bibel hinführen. Direkt in die Höllenebenen. Ihr seht doch, was los ist. Was haben denn die Christen Jahrtausende lang gemacht? Andere geköpft, das werden sie selber geköpft, na und? Andere abgeschlachtet, das werden sie selber abgeschlachtet, na und? Weißt du, was du getan hast? Weiß ich, was ich getan habe? Ich weiß es. Ich weiß es. Gut. Ich stelle also alle Werte in dieser Welt in Frage. Alles, was uns so angeboten wird, sage ich, ist ein Werk und ein Angebot des Teufels. Und wie weit wir in diese Versuchung stürzen, in dem Maße leiden wir dann. Sei es süchtig nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, alles Werkzeug. Satan manifestiert. Und wir sind ja in diese Aktivitäten hineingefallen, indem wir den Urgrund verlassen haben. Darum erkläre ich alles, was in der Welt gelehrt, gehört, gesehen, gesagt, gedacht wird, als falsch. Für eine Zeit war es notwendig, um uns in dieses Elendsloch zu führen, regiert von Geisteskranken. Da war es richtig, ist richtig, ist richtig. Um uns bewusst zu machen,
dass wir in einem Irrenhaus sind. Ich erkläre alle Werte als null und nichtig. Ich erkläre die Umkehr all dessen, was gelehrt wurde. Ich erkläre die Entwicklung, Klonen und diese ganzen Sachen, die ganzen Wissenschaften, satanisch. Wissenschaftler sind Sklaven Satans, weil sie im Dreck wühlen. Sie wühlen in der Materie, wie die Archäologen mit ihrem Schäufelchen in der Erde wühlen und meinen nur, weil sie da ohne das Wissen des Buchs des Lichts wühlst du in der Erde und weißt gar nicht, das ist so wie ein Wissenschaftler, ein Biologe, der sich mit dem Menschen befasst und oder sagen wir ein Veterinär, der sich mit Tieren befasst und nicht das Grundwissen hat, dass alle Tiere vom Menschen abstammen. Das ist erstmal Nummer eins. Ich erkläre alles, was an Schulen, Universitäten und so weiter gelehrt wird, als falsch. Darum begehrt er die Jugend aus. Die hat völlig recht. Tief in drin, in denen drin ist die Gewissheit, das ist doch Quatsch. Das führt doch nur zu einer Erziehung und Ausbildung, die uns immer weiter ins Unglück führt, wie man Waffen produziert, wie man 5G, wie man die Leute verstrahlt und alles. Das ist Satan. Und wenn ich den Satan dazu benutze, euch das jetzt zu sagen, dann mag der aufbegehren. Wenn ich die Form benutze, zu sagen, dass die Form Satan ist. Das kann nur jemand machen, der einigermaßen sich in der Gewalt hat, mein Lieben. Ich habe mich manchmal in der Gewalt. Denn ich benutze ja den Feind, um euch zu sagen, dass das der Feind ist. Habt ihr verstanden? Der junge Mann hat sich in den Spiegel geschaut, gestern in der Fernsehsendung. Hat gesagt, ich hasse mich. Nö, dich hast du nicht. Du hast nur das oder den, mit dem du dich eingelassen hast. Satan. Sanskrit, Satan. Sat. Ja. Und dann An. Aber das war notwendig. Woher willst du denn wissen, was das Richtige ist, wenn nicht, indem du das Falsche tust? Woher willst du wissen, wo das Leidfreie ist, wenn nicht durch die Benutzung des Leidvollen? Und seht mal, dieses Experiment, dass du dich mit dem Leidvollen umgibst, leidenschaftlich, etwas, was Leidenschaft, das kannst du verkürzen. Durch die Lehre des Buchs des Lichts. Und dann kehrt sich dein ganzes Leben um. Und deine Hausgenossen, deine Zeitgenossen werden deine Feinde sein. Hast du die Eier? Allein vielleicht? In der Einsamkeit senkt sich das ganze Elend des Menschen auf ihn. Er wird sich bewusst, was er getan hat. Vor allen Dingen in den Todesstunden kommen die ganzen vergangenen Leben. Brauchst nicht denken, nicht nur dieses. Dann weiß er genau, nachdem er vor einem astralen Gericht steht, wo er wieder reingehört, meine Lieben. Ich verkünde euch die vollkommene Lehre. Löst euch von allem, was ihr bisher gesehen, gehört, gesagt, geschmeckt, getastet habt. Beziehungsweise, wenn ich sage, löst euch von allem, ist das ein Vorgang, der nicht von heute auf morgen geht? Löst euch vom Geschmack. Der ist auch Satan. Meine Lieben, ich überlege gerade, wenn man sagt, lass alles los, dann ist doch immer noch der loslässt. Oder? Nur wer sich mit allen los, von dem, das er loslassen soll, identifiziert. Der denkt, dass er dann zerstört ist, wenn er alles loslässt. Da bin ich doch nicht mehr. Du bist immer noch da, nur ohne das, woran du dich geklammert hast. Wenn ich das ausziehe, bin ich immer noch da. Und das ist die gewaltige Lehre der wahren Freiheit. Frei zu sein heißt frei von allem, was du nicht bist. Und du bist nicht dein Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, Riechen.
Alles Erkennbare bist du nicht, sonst würdest du es gar nicht erkennen. Ich sage es immer wieder, es gibt Leute, die argumentieren, ich bin eben das Erkennbare. Da könnte man sagen, ja gut, bitte, bitte, wenn du das bist, kann man schwer dagegen was sagen, versteht ihr? Aber bist du auch das, was du als entstehend und vergehend wahrnimmst? Ich glaube doch nicht. Sonst würdest du doch damit auch vergehen, wenn das weg ist. Also bist du nur der sich der Veränderung bewusst ist, der das wahrnimmt. Aber du bist doch nicht die Veränderung. Und da fragt man sich nun diesen Quantensprung, des Manas Rupa, des Denkens auch. Das ist natürlich eine radikale Lehre. Lass alles los, setz dich hin und meditiere. Oh, wie soll denn das gehen? Indem du dich erstmal mit der Lehre befasst. Und dann die Umstände schaffst, diese Erde in einen Meditationsplaneten zu verwandeln und sie nicht länger zu vergewaltigen. Und dazu brauchen wir keine behinderte Down-Syndrom, Frau Baumann oder wie die heißt. Nee, das ist die andere, die lesbische Freundin von Merkel. Oh Gott, wie kann man den Irrsinn nur ertragen ohne Humor. Völlige Umkehr der Werte. Bis jetzt haben sie alle notwendigerweise mitsamt unserer von uns finanzierten Wissenschaft und Raketen und Dings und das nur Mist gebaut. Mist. Die ganzen Forschungsanlagen sind alle weg. Alle Schulen. Alle Formen, die müssen weg. Früher oder später. Ja, dann würde ja die ganze Welt verschwinden. Na und? Du doch nicht. Du haftest nur nicht mehr an der Welt. Kennt ihr eine genialere Definition von Freiheit? Das ist wahre Freiheit. Freiheit vom Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken. All das, was dir lieb und teuer ist. Was dir sowieso übrigens genommen wird und entrissen wird, Leben für Leben, oder? Darum zum Schluss auch das Lied, ich werf dir meinen Leichnam vor die Füße. Meinen Leichnam, aber doch nicht mich selbst. Versteht ihr das? Ich will euch nicht negativ, depressiv oder sonst was machen. Ich will euch frei machen. Es geht hier darum, meine Lieben, dass wir uns alle jetzt auf dem Weg zur Freiheit begeben. Und die Freiheit kann von den, natürlich kann man alles verlassen und ins Kloster gehen und sagen, ab jetzt ist Schluss, tschüss, alle Bomben. Denn wenn du das zu Hause bei deiner Familie tust, kann es sein, dass die dich anschauen. Wie bitte? Und dich mit bösen Worten beschimpfen, wenn du ihnen sagst, ich habe die Botschaft des Buchs des Lichts gehört, ich will nicht mehr wiederkommen in diese gequirlte Kacke. In diese vergängliche Materie. Ich will mich nicht mehr mit Satan abgeben. Ich will frei sein. Seht mal, und ich kann es ja nur wiederholen, jedes Wort hat ja okkulte Macht. Wenn ich sage Freiheit, ich sage, wovon Freiheit? Frag mal einen jungen Menschen, wovon er frei sein will. Die Narren, sie rennen auf die Straßen zu Tausenden, die Geldfesten, wir wollen frei sein. Wovon denn? Frei von den Steuern? Ihr wollt ein bisschen Glück in dieser Welt, auch der Finanzen und Banken, dann lest lieber das Buch des Lichts, lest mein Buch, das zinsfreie Geldsystem, damit ihr wenigstens einen Schritt, eine Art Freiheit habt, bis ihr dann bereit seid für die wahre Freiheit. Oder jemand geht ins Kloster und sagt, tschüss und ade. Könnt ihr denken über mich, was ihr wollt, sagt er dann. Ich gehe nach Nirvana, ich lasse euch zurück mit eurer Kritik. Ich möchte, dass die ganze Welt ein Kloster wird. Früher oder später. Sind alle nur so da. So. Wovon wollen wir leben? Essen, trinken, dies, das. Die Natur wird, die Erde wird dafür sorgen. Die Umstände werden sich ergeben. Regel Nummer 1. Nicht die Umstände schaffen dich, sondern du schaffst die Umstände. Oh, sagt einer, ich wurde geboren in Elend. Kein Geld, Ding, schlechte Familie, alles. Bist du schuld. Du hast diese Umstände verursacht.
Und ein anderer, irgendeine Pappnase wie Prinz Charles und diese ganze korrupte Monarchie, die man eigentlich enteignen sollte und zur Arbeit in Steinbruch schicken sollte. Wie kommt es, dass sie leben? Wer sagt dir denn, dass das wirklich ein gutes Leben ist, das diese die haben? Mit ihren perversen satanischen Riten in ihren Schlössern und dieses Pack. Das ist Satan. Versteht ihr das? Und der lehrt sie, so wie er dich lehrt. Ich meine Augen, meine Nase, meine Ohren, mein Mund, das war ja wer, meine Haare, ja? Wenn ich die wäre. Guck mal, wie er stolz ist auf seine Haare. Wenn ich die wäre, dann hätte ich die nach 100 Jahren auch noch. Meine Lieben, seid ihr bereit für die absolute Wahrheit? Es gibt nur eine Wahrheit, aber sie hat viele Facetten. Und ich sage euch, der Teufel oder Satan ist euer Freund und Helfer. Er führt euch in die Freiheit, indem er euch zunächst mal in die umklammert hält und sagt, du willst sehen, du willst hören, du willst fühlen. Du willst sprechen, du willst tasten, du willst Sex, du willst Drogen, du willst das. Ich gebe es dir. Da hast du's. Genieße es. Und dann kommt die Sucht. Und zwar ist ja dieser Entzug, von dem man immer so sehr spricht, meine Lieben, der findet ja nicht nur statt als Drogen, sondern das auch mit Essen, Trinken, mit Sex, mit allem. Es gibt Esssüchtige, es gibt Alkoholsüchtige. Es gibt Coca-Cola-Süchtige. Wie hieß der große Guru in Amerika? Eigentlich ein ganz wunderbarer Mensch, hab vergessen sogar. Der war Coca-Cola-süchtig. So hatte jedes Mal eine Flasche Cola. Da fällt mir dieser herrliche Vergleich ein. Der große Guru in den Bergen, ja. Er sitzt da, so. Meditiert. Alle gehen hin in seine Aura. Und in der Tat. Der ist also richtig viel Kundalini und Shakti. Und da sagen sie, komm mit uns runter in die Stadt. Wir möchten, dass du alle Menschen befreist. Und er geht mit runter von der höchsten Himalaya-Schwingung runter in die Stadt. Riesentempel, alles. Und er sitzt wieder da. Ja. Und mehr kommen die Schwingungen der Welt. Satan, den er da bis dahin im Griff hatte, seinen Körper. Mehr und mehr. Und der Guru ganz heilig verkündete. Und alle schauen zu ihm auf. Und er bekommt immer um eine gewisse Zeit, bekommt er seine Coca-Cola. Ja, Coca-Cola trinkt er gar nicht. So, jetzt ist er so da. Und alle sagen, oh, dieser befreite Guru. Und plötzlich die Cola ist aus irgendeinem Grunde nicht da. Und nach einer Stunde sagt er, wann bekomme ich in diesem verhurten Scheißladen endlich meine verkackte Coca-Cola? Da ist er, der reine Guru. Ja, 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 mein Lieber. Sei wachsam. Glaube nicht zu früh, dass du befreit bist. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du hast irgendetwas überwunden, kommt Satan, der Hüter der Schwelle, und verführt dich und testet dich. Ohne Buch des Lichts wirst du viel länger leiden. Der Mammut Johann ist mächtig. Der Mahat Johann auch, der mir das Buch des Lichts diktiert hat. Das ist die wahre Definition von Freiheit. Alles andere ist Gelabere, Wunschdenken, politischer Quatsch, EU-Wahl. Wozu müssen wir EU wählen? Es gibt Europa bereits. Um diese pädophilen Sesselpupser zu finanzieren, ihre perversen Kinderbordellspiele? Der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen, meine Lieben. Und schaut mal, wenn ich von Freiheit rede, habe ich doch eine Verantwortung.
Und ich, I cut it down to the core. Man muss es bis zum Kern durchhauen. Was meinst du mit Freiheit? Und weil viele junge Leute sagen, ich will frei sein, zu tun, was ich will. Ja, und dann tun sie, was sie wollen, und dann landen sie im Dreieck. Oh, na, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, aber du wolltest doch diese Freiheit, das zu tun. Ich wusste aber nicht, wo es hinführt. Ja, weil du die Lehre nicht hast. Wahre Freiheit heißt, sich völlig nackt zu machen. Nackt von Körper, Gefühl, Denken, Seele, Geist. Auch der Himmel der Religionen ist nichts anderes als das Reich Satans. Hölle, Erde und Himmel ist das Reich Satans. Die Manifestation von Krishna oder Brahman oder wie auch immer ist Satan. Satan, der Widersacher. Und wisst ihr, meine Lieben, so, wenn wir das wissen und uns lösen, langsam natürlich, das geht auf einmal nicht, das kommt ja auf den Anhaftungszustand an. Aber einmal am Tag wenigstens mal meditieren, eine halbe Stunde, Stunde, Seelenatemmeditation, verändern sich die ganzen Umstände, auch in der Familie, dies und das und jenes. Und dann geht noch ein anderer Kampf los, wie ich bereits sagte. Jesus hat ja schon gesagt, deine Hausgenossen werden deine Feinde sein. Ich bin nicht gekommen, die Frieden zu bringen, hat Jesus gesagt. Im Gegenteil, ich bringe das Schwert. Das Schwert. Und mit diesem Schwert hat er Satan zerschlagen. Der Teufel war immerhin mächtig genug, Jesus bei der Hand zu nehmen und sagt, komm mal mit hier, Sohn Gottes. Oh, komm mal mit hier. Das alles gebe ich dir. Wenn du vor mir kniest. Wenn du kniest. Und Jesus hat nur geguckt. Das hat er eigentlich gemacht, diese ganzen Antworten. Das ist alles. Er hat nur geschaut. Seht mal. Und so ist es, wenn man ein Verlangen überwindet. Es überkommt einen wieder, aber man fühlt, man spürt ein Verlangen. Und da muss man, komme ich jetzt mal zu einem Problem. Denn man fragt sich, wie kann ich ein Verlangen loswerden? Indem du es beobachtest. Wir beginnen mit dem wahren Pfad zur Freiheit, welcher da ist. Das sich lösen vom Sehen. Nehmen wir mal das Sehen. Denn du siehst ja gar nicht. Du benutzt nur Satan, der sieht. Und Satan reagiert. Oh. So, pass auf, wie reagiert Satan? Du siehst etwas, du haftest ihm entweder an, oder es ist dir gleichgültig, oder abstoßend. Nur die drei gibt es. Es gibt nichts anderes. Es gibt noch ein viertes. Einfach nur beobachten. Zum Beispiel ein Mensch sieht eine schöne Frau, sagen wir mal. Ja, jetzt führt er Begehren in sich. Auch der Mönch und der Mensch. Ein Mönch reagiert so, er schaut nur. Und indem er einfach nur erkennt, spürt er das Verlangen, das in ihm aufsteigt, ja, ein Verlangen. Schau mal, so überwindet man Schritt für Schritt, auch mit Rückfällen und so weiter, ein Verlangen entstehend durch optische Einflüsse. Sei es eine Person oder ein Ding. Bleiben wir mal bei einer Person, der Mönch, wie der Mönch, ist eine verführerische Frau, vielleicht sogar eine nackte Frau, sieht er, Aber er spürt ja das Verlangen. Es ist ja nicht so, dass er kein Verlangen spürt. Es sei denn, er ist ein völlig losgelöster Mensch, was anderes. Aber ein normaler Mensch und Mönch spürt ein Verlangen aufsteigen. Durch das Sehbewusstsein. Ja, Bewusstsein verursacht Verlangen. Das Licht reflektiert auf eine Form, in dem Fall auf einen Körper, zurück auf deine Augen und erzeugt in Satan, in deinem Körper, ein Drang. Nicht wahr? Das muss man auch verstehen bei den Migranten, meine Lieben. Die sind lange übers Meer gefahren, die haben vielleicht nie in ihrem Leben sogar eine Frau gehabt, aber der sexuelle Drang ist da und so weiter. Die sehen etwas, nach dem muslimischen Bild ist eine Frau sowieso nichts, sondern eine wandelnde Vagina, also nach
der Ansicht vieler Muslime, sodass die eigentlich dafür da ist, da eben. Ja? Und wenn sie dann in Deutschland sind, die läuft da rum mit einem Minirock, dann hoch mit dem Rock und von hinten besprengen und so weiter und so weiter. Das ist dann jemand, der einem Verlangen nachgibt. Aber wir reden mal darüber, wie das so ist. Man schaut sich das an. Ach, ein Experiment. Pass auf, Experiment. Schau dir eine nackte Frau auf deinem Computer an. Angenommen, du bist da irgendwie, hast da eine Affinität. So. Brauchst du eine richtige nackte Frau nicht an deinem Computer. So. Falls du heterosexuell bist. Wenn du natürlich aus der Spahn-Gruppe bist, dann bist du homosexuell. Ja, mein Lieben, wie wollt ihr das denn ohne Humor machen? Ich rede hier aber ganz ernsthaft von Freiheit. Von diesem Verlangen, falls man das so will. Natürlich nur. So, jetzt spürst du das Verlangen in dir aufsteigen. Du beobachtest es messerscharf, nimmst du es wahr. Und du wirst sehen, mit Übung, verdräng es bloß nicht. Hier, das ist die Ami-Methode. Trash in, trash out. Ja, die Amis sind alle, ja, damit machen die Milliarden. Oh, ich habe drin was Schlechtes, ich verdränge es, bis es raus ist. Ja, und im Himmel ist Jahrmarkt. Du beobachtest das also und du wirst etwas Seltsames feststellen, nach ein paar Mal beobachten oder nach, klappt nicht gleich. Wie es kommt, so geht es wieder. Und immer noch ist diese Figur da, dieser Gegenstand, dieser Körper. Obwohl du spürst direkt, dein Verlangen kommt und geht. Satan hat für einen Augenblick aufgegeben. Sein Befehl ist eigentlich, masturbiere oder mach sonst was. Dem Verlangen nachgeben. Gilt übrigens für alle Bereiche, pass auf. Nicht masturbieren, aber du hast eine Schlacht gewonnen. Und genau deshalb kannst du sagen, dass du eben der Körper nicht bist und auch dein Verlangen nicht bist, weil viele sagen, ich bin mein Verlangen. Es ist etwas, das kommt und geht und du bist immer noch da. Also kannst du das gar nicht sein. Denn wenn dein Verlangen, wie es verschwunden ist, dann müsstest du ja auch verschwunden sein, bewusstlos werden, wirst du aber nicht. Du bist also nicht das, was entsteht und vergeht. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Wisst ihr, ich habe früher mal so immer Karate und so gemacht. Dagegen ist das ein Käsekuchen. Jede Schlägerei ist ein Käsekuchen gegen diesen Kampf. Gegen den Satan, der dir da gegenübersteht, an den du haftest. Was war denn mein Satan? Na, ich will euch nicht dazu bringen, hier abzuschalten. Nicht, dass ich da völlig befreit wäre, aber die Extreme, durch die ich gegangen bin, die hat, glaube ich, kaum jemand überlebt hier auf dem Planeten. Und auch nicht aus vergangenen Leben. Deshalb bin ich ja hier, um euch dazu mal zu berichten. So, pass auf. Du hast eine Schlacht gewonnen. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn du wieder die nackte Frau siehst, machst du irgendwas. Ergibst dich in deinen Verlangen. Das mag sein, aber einmal hast du gewonnen. Man überwindet ein optisches Verlangen. Ein optisches Verlangensbewusstsein, ein Sehbewusstsein, indem man es beobachtet, knallhart. Und zwar meditativ. Und da hilft wieder die Seelenatemmeditation. Denn es ist ein meditatives Beobachten, von dem ich rede. Ein meditatives Betrachten, versteht ihr ganz einfach? Da muss das sein wie ein Spiegel. Der hat ja auch keine Meinung. Der spiegelt nur wieder. Und um meditativ beobachten zu können, jedes Verlangen, sei es was auch immer es sei, musst du Seelenatemmeditation betreiben oder üben und dich damit befassen. Es gibt ein kleines Büchlein. Seelenatemmeditation. So überfindet man ein visuelles Verlangen. Durch Beobachtung. Und man spürt, wie es steigt und es geht wieder. Ja. Und darum ist eben jemand, der in der Leidenschaft einen anderen erschlägt, an sich selber nicht schuldig. Er hat nur Satan nachgegeben. Jetzt kommen wir dazu, meine Lieben, das ist ein ganz wichtiger Vortrag hier für jene, die wirklich frei sein wollen. Alle anderen belügen, betrügen sich selbst. Die da sagen,
ich möchte frei sein. Ich gehe zur Europawahl und wenn ich dann wähle, dann bin ich frei, ja? Seit wann weiß denn die Masse, was gut für sie ist? Um diese Kranken da oben zu wählen? Wähle doch die Lehre. Die Lehre von der Freiheit. Oder mach dich auf den Weg, auf dem Pfad zur Freiheit. Bleibe bedingt angehaftet, aber immer weniger, bis Satan keine Macht mehr über dich hat. Entschuldigung. Nicht ich hab gehustet, sondern der Teufel. Naja, die Form. Ja, wir sind radikal im Buch des Lichts. Wir sind radikaler als ihr es. Nur gewaltfrei. Diese ganzen Revolutionäre und Dutschke und so weiter, das sind harmlose Kinder dagegen, gegen die Lehre des Buchs des Lichts. Ja? So, jetzt haben wir gesprochen über die Freiheit von optischen Anhaftungen. Und wir setzen voraus, dass wir jeden Tag meditieren. Nun ist es ganz klar, dass wir durch die täglichen Ereignisse und den Beruf und der Familie immer wieder unfrei werden. Wir werden unfrei, wir sind unfrei. Wenn einer sagt, tu mal bitte das, tu das hierher, dahin, das ist unfrei, weil ich tue etwas. Angenommen, ich wollte es nicht tun. Unsere ganze Situation, der physische Körper, ich rede jetzt gar nicht mal vom Geistigen, zeigt dir einen Sklaven. Du bist nicht dieser Sklave. Du bist nur geworden. Der Diener Satans bist du. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Herr, fragen die Jünger Jesu. Wo ist der Teufel? Sagt Jesus, in euren Kochtöpfen. Meister, wie sollen wir das verstehen? Esset nichts, das zubereitet wurde, heißer als die Hitze eures Körpers. Oh, das könnt ihr nicht in der Bibel sehen, ja? Doch, wenn ihr sie richtig lest. Und das Buch des Lichts. Und das Buch, die wahre Bedeutung der Bibel. Ja, wie sollen wir dann unser Brot essen? Am Licht der Sonne, auf heißen Steinen, Fladenbrot. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Was Jesus aber uns damit sagen will, ist, der Teufel ist nicht das Essen selbst, der Teufel ist die Anhaftung daran. Also, das bringt uns in Kontakt mit dem Teufel. Das macht uns zu Diener Satans. Ja, dann müsste man jetzt mal sagen, das wäre dann die Anhaftung des Geschmackes. Also der Körper, Satan, den du ja aktiviert hast, indem du den Urgrund verlassen hast. Indem du den Vater verlassen hast. Und jetzt der verlorene Sohn bist und umhertaumelst. In dieser schrecklichen Welt, in diesem Sammelsurium. So. Jetzt, der Geschmack steigt in dir auf. Du isst etwas. Und jetzt passiert etwas. Jenseits der Notwendigkeit der Ernährung des Körpers zwingt dich der Geschmack weiter zu essen. Schau dir die Fetten an, alle die Dicken. Ich sag nichts gegen die. Ich bin ja auch noch in dieser Anhaftungssituation, brauch doch nicht zu denken. Ich sag nur jetzt mal ganz radikal, was los ist. So. Ein fetter Mensch hat sich Satan mehr ergeben als ein Schlanker. Machen wir als Beispiel nur. So. Jetzt pass auf. Da kannst du Diäten machen bis zum Platzen. Das geht gar nicht alles. Geht gar nicht. Alles Unsinn, alles nur Geldschneiderei. Ja? Denn nach der Diät frisst du dich dreimal mehr an und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Wir kennen den Lug und Betrug der Welt und der Industrie und der Pharmaindustrie und all dieser Verbrecher. Das kennen wir. Denn wir haben ja das Buch des Lichts und seine Zweigschriften. Der Impfwahnsinn, das zinsfreie Geldsystem und so weiter und die Entstehung Mensch und Universum. Und so. Das ist natürlich alles ein Backup-Knowledge, also ein stützendes Wissen, das uns hilft, besser loszulassen, frei zu werden.
Frei wovon? Frei von dem, was wir nicht sind. Was sind wir nicht? Alles, was wir wahrnehmen als entstehend und vergehend. Darum werfe ich euch auch am Schluss dieses Vortrages meinen Leichnam vor die Füße. Nun spüren wir den Geschmack und beobachten ihn mal. Ich sage euch mal ein Beispiel. Denn wir müssen ja mit Beispielen helfen und nicht hier irgendwelche pseudo-esoterischen geistigen Quatsch. Ja? Warum gibt es Nachtisch? Wer weiß es? Du hast gegessen, meinetwegen auch Steak jetzt. Steak, Salat, Gurke, vielleicht irgendwas, so eine Mahlzeit. So. Und eigentlich müsste es okay sein. Du spürst aber immer noch einen Drang in dir. Was bedeutet der eigentlich? Das wissen die meisten gar nicht. Der bedeutet Zucker. Ich will Zucker, sagt Satan. Ich will Zucker. Ich will Zucker. Ohne die Lehre des Buchs des Lichts wissen wir gar nicht, was da passiert. Mir hat mal einer geschrieben, er hat was gegessen und war dann einen schönen Nachtisch bestellt, Schokoladenkuchen mit Schlagsahne und so. Naja, ne? Und aus irgendeinem Grunde kam das nicht. Und er hat eine Viertelstunde gewartet, eine halbe Stunde gewartet und hat festgestellt, jetzt will ich den gar nicht mehr. Mein Verlangen danach ist weg. Was ist geschehen? Ohne dass er es wollte, hat er die Macht Satans gebrochen, nämlich folgendermaßen. Der Körper per se, monadisch geleitet, sowieso, hoffentlich, wird geleitet vom Gehirn. Das Gehirn will nur eine Nahrung eigentlich. Vergiss den ganzen Vitaminquatsch, diesen, das nicht. Zucker. Zucker. In jeder Nahrung ist Zucker enthalten. Ob es im Fleisch ist oder in diesem, jedem Zucker. Diesen Zucker will das Gehirn entziehen. Durch den Verdauungsvorgang, ist ja logisch. Meisten Menschen und runter. Essen runter, fressen. Und weil das Material, jetzt muss ich mal ins Detail gehen, die Nahrung nicht genügend eingespeichelt ist und so weiter, kann der Körper ihr nicht den notwendigen Zucker für den Kopf entziehen. So. Und jetzt passiert etwas. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem, der keinen Nachtisch, oder das Beispiel mit dem Nachtisch. Weil der Körper immer noch Zucker will, nimmt man Nachtisch, Schokolade oder auch Alkohol. Warum wird dann zunächst einmal diese Sucht befriedigt oder dieses Verlangen? Weil der Nachtisch, die Schokolade per se, die reine Schokolade, geht sofort ins Blut. Geht nicht so sehr über den Verdauungsvorgang. Während im normalen Essen der Zucker versteckt im Salat, im Gemüse, im Obst und so weiter. Erstmal ist das Essen meistens nicht genau gut durchgekaut. Okay, da können wir mal einen ganzen 5 Stunden drüber reden. Und zweitens, liegt es da nun drin im Bauch? Und der Körper macht sich an die Arbeit und ruft Zucker. Das heißt, er versucht der Nahrung Zucker zu entziehen und dem Gehirn zuzuführen. Weil das aber meist und oft nicht klappt, oder man ihm nicht genügend Zeit lässt, das zu tun. Selbst wenn man Nahrung mal nicht so richtig durchgekaut hat, schreit der Körper, ich will Zucker. Und man nimmt Zucker direkt. Schokolade und so weiter. Tja, meine Lieben. Man muss Satan auch richtig behandeln. Gut kauen, jeden Bissen 40. Meine Lieben, die wahre Freiheit ist das Besiegen des Teufels, des Satan. Der dein Meister ist, dein Tester, dann tritt er beiseite, verneigt sich. Du kannst passieren. Du hast bestanden. Und dann kann man sagen, verneigst du dich vor dem Teufel und sagst, danke, dass du mich versucht hast. Danke, dass du mir den wahren Weg, die wahre Freiheit gezeigt hast, welches die Freiheit von dir ist. Habt ihr je sowas schon gehört, meine Lieben? Jemanden, der sowas sagt. So radikal. Ich helfe euch, euch zu entleeren. Ihr müsst euch tagsüber auch entleeren.
Aber die richtige Entleerung ist das Freiwerden der Monade von den Formen von Satan. Kack den Satan weg. Nur wieder auf der Toilette dich entleerst. Der Leichnam ist ja auch ein Entleerungsvorgang. Man befreit sich von dem. Allerdings verbleibt im Menschen, in den meisten Menschen, in der Wesenheit das Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, Riechen. Und nur rat mal dreimal, was du wieder kriegst. Ein Teufel, der dir wieder ermöglicht, das zu tun. Doch der ist ja da. Der sagt, du willst was? Ich geb's dir. Ich geb dir alles. Ich geb dir alles. Du willst Sex? Ich geb dir so viel Sex. Geh aufs Internet, schau auf die Pornoseiten, links, oder wenn du das willst, ich bring dich in Kontakt mit Menschen, die alles tun, was du willst. Damit du frei davon wirst. Satan ist dein Retter. Indem er dir sagt, gib dich nicht mit mir ab. Das ist die Wahrheit, meine Lieben. Das ist die Wahrheit, die sich dann verteilt in viele Wahrheiten, die aber dieser einen entstammen. So wie dem Buch des Lebens alle Wahrheiten entstammen. Du kannst ohne diese Lehre nicht. Du kannst auch ohne diese Lehre dich von Satan befreien übrigens. Dauert halt ein bisschen länger. Bist du Masochist? Ich rede hier von der wahren Definition der Freiheit. So, jetzt pass auf. Verbunden mit dem Wissen, was der Körper da eigentlich will, beobachtest du meditativ dein noch verbleibendes Hungergefühl. Und du wirst sehen, das verschwindet mit der Zeit. Ich habe jeden Tag, ich habe jedes Jahr, 5 Jahre lang, 20 Tage hintereinander nichts gegessen. Nicht den Ramadan-Quatsch da. Tagsüber nichts essen und sich nachts die Plauze vollzuschlagen. Ja, das ist krank. Nichts anderes. Das ist keine... That's no worship of Allah. Das will Allah nicht. Damit beleidigst du ihn. Weißt du, was richtiges Fasten ist? Weil die sagen, ja, man soll mal einen Tag lang den Tag über... Man soll mal nicht an den Körper denken, indem man nichts isst, denkt man mehr an Gott. Ja, und nachts frisst du dich voll. Und sagt, Gott, darf ich mal? Krank. Ich habe 5 Jahre lang jedes Jahr 20 Tage am Stück nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Franz Xaver Mayr Heilfasten unter ärztlicher Aufsicht. Jeden Tag 4 Stunden Sport. Das ist der Sieg über Satan. Und deshalb bin ich mit 74 immer noch so da. Unter anderem ist auch Karma. Okay, komm. Wir haben jetzt gezeigt, wie man ein Geschmacksverlangen, ein Geschmacksbewusstsein, nicht wahr? Also, hat ja immer mit Berührung zu tun. Tactile Consciousness, das heißt also, eine Substanz berührt die andere. Ja, Essen berührt den Körper, die Organe, die Geschmacksorgane und boah, kommt das Verlangen. Und das, damit geht man jetzt mal von jetzt an anders um. Denn die Loslösung heißt ja nicht, dass du nicht essen sollst. Du sollst ja Satan am Leben erhalten, damit du dich besser von ihm lösen kannst, aber du sollst es losgelöst bereits tun. Und das lehrt ja auch der wahre Buddhismus, nicht der Quatsch, den da diese meisten Buddhisten in der Welt lehren. Den Körper am Leben erhalten, um sich besser von ihm lösen zu können. Das geht nicht ohne die Lehre, das geht nicht ohne Seelenatmen-Meditation. So lösen wir uns, das ist ja nur angedeutet, das wird im Buch des Lebens in den 10 Bänden erklärt und in den 2 Schriften. Jetzt sagen wir mal, wir haben den Idealzustand erlangt. Wir essen einmal am Tag kein Frühstück, kein Abendbrot, nur um den Körper am Leben zu erhalten, damit wir uns besser von ihm lösen können oder dass wir eine bessere Reinkarnation verursachen können. Aber ich rede hier von der absoluten Freiheit. Die absolute Freiheit ist nicht die Freiheit vom Essen, ist die Freiheit vom Verlangen nach dem Geschmack. Vom Anhaften am Geschmack, das ist was ganz anderes. Der Körper braucht wenig, glaub's mir. Ganz, ganz wenig braucht er. Aber Satan will mehr. Da stellst du ihn in die Schuhe. Und sagst, nur pass mal auf, mein Freundchen.
Du lässt dir ja vom Auto auch nicht befehlen, wann du einsteigst und losfahren sollst. Obwohl das irgendwann auch geschehen wird, denn Satan ist mächtig. Er kommt in die Technik, er kommt überall rein und will dich versklaven. Er will deine Sinne binden. So, jetzt kommen wir von der Loslösung. Wahre Freiheit ist also die Freiheit von der Loslösung, von der Anhaftung am Geschmack. Die Zweckmäßigkeit, den Körper zu ernähren, no problem. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus schon. Was haben wir noch? Oh, das Schwierigste. Ich bleibe mal nochmal beim Körper, sexuelle Anhaftung. Der Mensch ist ja, Satan hat dich so sehr verführt, dass aus einem androgynen Wesen, das du warst, ein in zwei geteiltes wurde. Und je mehr du dem Körper anhaftest, umso mehr willst du das andere. Umso mehr brauchst du die Gesellschaft anderer Körper. Nur ganz große Seelen können einsam sein. Der Rest ist Herdentier. Schaut es euch doch an. Aber auch ihnen kann geholfen werden. Kann geholfen werden. Also das Sexuelle ist stark. Seht man in den Tieren einmal im Jahr, die sind bereit zu töten für den Sex. Der Mensch ist den ganzen Tag brünstig. Darum ist ja auch geil das beliebteste Wort. Und das Resultat seht ihr ja. Das ist die Anhaftung an das Sexuelle jenseits des Notwendigen. Wir alle sind durch diese Falle, in diese Falle gefallen. Jenseits des Notwendigen. Man will nicht nur Sex haben, um neues Leben zu erzeugen, sondern auch um den Genuss haben, die Geilheit. An die Babypille, Satan kommt und sagt, ich helfe dir. Sagt irgendeinem kranken Wissenschaftler, ich zeig dir mal, wie man die Antibabypille konstruiert. Willst du wissen? Ich zeig's dir. Und Gebärmutterhalskrebs und also alle Krankheiten kommen. Ja, ich sag dir natürlich nicht, wie du krank wirst, oder dass du davon krank wirst. Nö. Ich habe dir gesagt, sagt Satan oder der Teufel, ich gebe dir alles, was du willst. Alles bekommst du von mir. Zu Jesus gesagt, alles das kannst du haben. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, das habe ich ja schon alles. Gehört mir. Naja, egal. So. Also, das sexuelle Verlangen. Also, das ist wie mit dem Geschmack, mein Lieben. Es ist genau dasselbe. Man isst, ISST, jenseits der Notwendigkeit, den Körper am Leben zu halten. Man hat Sex. So ist das jetzt. Jenseits der Notwendigkeit, neuen Lebens zu erzeugen. Und das wäre gar nicht notwendig gewesen, der Befruchtungsvorgang wäre im Körper selber geschehen, im Androgynen. Aber wir sind ja so sehr in die Materie gefallen, wir leben das atlantische Karma aus. Die Atlantiden haben früher, weil wir vom Essen gesprochen haben, Fische gegessen, nur wenn sie einige Tage richtig in der Sonne lagen und gestunken haben und vom Maden durchsetzt waren und so ein richtig schöner Geschmack. Da habt ihr die Fische gegessen, die Atlantiden, die bereits denaturierten, die bereits perversen, die heute wieder sich manifestieren in den Monarchien und den Herrschenden. Ja, Zeit spielt keine Rolle, mein Lieben. Wer das goldene Kalb anbetet, der kann es doch nicht einfach gleich loswerden. Wo gibt es denn sowas? Geht nicht. So, wir haben also gesprochen von der körperlichen Anhaftung, ja? Da hatte ich aber schon erwähnt, wie der Mensch das macht. Er beobachtet. Jetzt sagt das jemanden wie Michael Douglas oder wie Nicolas Cage und Weltstars, die gesagt haben, sie sind sexabhängig. Wie richtete sich das bei jemand wie Michael Douglas? Er hat sich dann, so gut wie es ging, wahrscheinlich auf eine Frau konzentriert. Und dann kam auch das große Drama und so. Paulus hat gesagt, lasst sie zur Ehe gehen, damit sie nicht brennen. So. Also so löst man sich, indem man auch ein sexuelles, indem man die Lehre hat. Die Lehre, jetzt das, was ich sage, ich bin nicht meins, das Buch des Lichts, gebe ich weiter. Und dann wird man feststellen, etwas Neues. Wisst ihr, mein Lieben, die meisten Menschen sagen,
vom Entsagen, also vom sich loslösen von etwas, sage ich, oh, was kriege ich denn dafür? Da haben sie völlig recht mit dem Einwand übrigens. Ja, ich soll mich von den Sinnesfreuden lösen, was kriege ich denn dafür? Ich will was haben, völlig richtig. Das Glück jenseits der Sinnesfreuden. Und mit jedem Loslösungsvorgang kommt etwas Neues. Man löst sich vom Alten und bekommt etwas Neues. Was bekommt man? Finde es doch raus. Wage es, sei mal ein richtiger Kämpfer. So. Jetzt kommen wir, die Sinnesfreuden übrigens in den Himmelswelten, sind 10 Millionen Mal schöner. Schöner, sag ich, als hier auf Erden. Glaubt ihr mir das? Schön. Man erlebt sie im geistigen Körper, im aurischen Körper sehr feinstofflich. Falls man denn Ursachen auf Erden gesetzt hat, dass man da auch ankommt. Sonst kann das sein, that you skip it, dass man da vorbeigeht und wieder runter in die Hölle. Also der Mensch ist ja nicht nur gut und nicht nur schlecht. Also bitte, ja. Ohne die Lehre wirst du nie verstehen, was ich gerade gesagt habe. Es ist schön, allein zu sein. Suche einsame Momente in deinem Leben. Und was passieren wird, da kann ich gleich warnen. Es kann sein, dass sich das ganze Elend und Leid, das Bewusstsein des von dir Begangenen auf dir herniederkommt. Auf dich herniederkommt. So. Und da werden viele depressiv. Aber mit dieser Ankündigung und der Vorwarnung gehen sie auch damit um. Sie beobachten auch das. Und dann wirst du immer freier. Ja, immer freier. Ja. Und das ist eben ein Freiheit, wahre Freiheit ist das sich lösen von dem, was einen bindet. Ja, was ist denn die höchste Freiheit? Die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung. Was? Ja, was bin ich denn dann noch? Ja, mach dich mal an die Arbeit. Ich bin doch verschwunden, wenn ich nichts mehr wahrnehme und empfinde. Nein, du nimmst nur nichts mehr wahr und empfindest nichts mehr. Die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung ist die Urgrundsituation, die du verlassen hast. Aber es ist doch nicht die Aufhebung desjenigen, der nichts mehr wahrnimmt und nichts mehr empfindet. Das ist wahre Freiheit. Alles andere ist Versklavung. Alles andere ist Satan. Und du wirst dir dessen durch ihn bewusst. Ja, wie denn sonst ohne ihn? Wie kannst du denn Muskeln bekommen, als Beispiel, wenn da nicht Gewichte sind, die du hebst? Satan ist das absolute Fitnessprogramm. Es macht dich frei. Du musst nur verstehen, was ich sage. Wir sind keine Satanisten, keine Teufelsverehrer. Du bist einer, wenn du die meisten Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engel sind an sich Satanisten. Insofern sie sich nicht gelöst haben vom Verlangen nach der Form. Von Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, sei es hier in einem Paralleluniversum, sei es auf einem Planeten, wo der Mensch 5 Köpfe hat oder wo die Wesen auf 20 Beinen laufen, ist völlig egal, jede Form. Diese Lehre befreit alle Wesen im Universum, falls sie es denn so wollen. Ehre sei dem Buch des Lichts. Ich werf euch meinen Leichnam vor die Füße. Ich werf euch meinen Leichnam vor die Füße. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht sein. Ihr hängt noch viel zu sehr an Sex und Ruhm und Geld. Allen Schweinereien,
dieser Welt. Ihr könnt gerne meine Knochen haben, die Leber auch und auch den Darm. Ich hab's endlich gepackt, hab mich ausgekackt, mich völlig entleert. Nirvana, Nirvana, das Ende des Leidens. Nirvana, Nirvana, höher als alle Himmel der Religionen. So viele Leben lang hab ich gelitten, durch Hass und Liebe, Gier und Neid. Jetzt lass ich alles los, es ist vorbei. Ich kehre zurück in deinen Schoß. Nirvana, Nirvana, das Ende des Leidens. Nirvana, Nirvana, die Zuflucht ist erreicht. Du mit deinen dicken Brüsten, sei nicht so stolz darauf. Auch du wirst einmal sehen, auch du wirst einmal sein, wie auf diesem Bild. Bilde dir nicht so viel ein. Komm, ihr Magen, frisst mich auf. Guten Appetit. Ja, fresst nur, was ich nicht bin. Lasst es euch schmecken, denn ich bin jetzt gerettet, werde nie mehr verrecken. Ich bin frei. Nirvana, Nirvana, das Ende des Leidens. Nirvana, Nirvana, die Zuflucht ist erreicht. Ich geh fort, lass euch allein. Ich kehre zu mir selber ein.